Ich starte heute den Versuch, mal wieder einen neuen Vlog zu drehen. Oh, jetzt kommt der Hund. Jetzt denkt der Hund, jemand kommt. Hallo Lea. Oh, ist sie nicht süß? Oh, die denkt, jetzt kommt jemand. Da kommt keiner, mein Engel. Ja, also, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in Zeitnot, in Eile, weil ich pünktlich sein muss. Und zwar geht's jetzt zur YouTube-Weihnachtsfeier. Ich hoffe, dass ich da auch vloggen kann. Sonst fängt der Vlog jetzt hier an und endet auch gleich wieder. Ach so, mein Outfit zeige ich euch auch nochmal schnell. Ich habe eine Jeans an und einen Pullover ohne Kapuze, ein Sweater und weiße Turnschuhe. Also sportlich wie immer und darunter noch ein schwarzes Tanktop. Einfach nur schwarz ohne alles. Tada! Ich bin jetzt angekommen. Ich habe jetzt hier gerade einen Parkplatz gefunden. Ich warte jetzt noch auf Caro von dem YouTube-Kanal Peak of Perfection. Und wir haben uns verabredet, um gemeinsam zur Weihnachtsfeier zu gehen. Beziehungsweise Caro hat mich gefragt, ob ich ihre Begleitung sein möchte. Die Weihnachtsfeier findet... Oh, jetzt schreibt sie mir gerade. Die Weihnachtsfeier findet übrigens im YouTube-Space in Berlin statt. Hier war ich schon einmal. Und da war das so ein bisschen schwierig mit dem Vloggen vor Ort. So ein bisschen tricky. Deswegen habe ich das eingangs auch so gesagt, dass ich gar nicht weiß, ob man da vloggen darf. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, hinterher. Du bist eine faule Socke. Los, hinterher. Lea, wo ist der Stock? Such. Halt mal mit. Oh, Lea. Ja. Lea. Kleine Fressraupe. Kleine Fressraupe. So, wir sind jetzt im Grunewald. Hier ist die Lea. Hallo. Und da hinten ist Caro. Und da ist ein großer Hund und da ist die kleine Milka. Und Milka ist so viel kleiner als Lea, das ist so süß, sieht aus wie Leas Baby. Ich stelle euch jetzt mal Caro vor. So. Das ist die liebe Caro. Hallo! Von dem Kanal Peak of Perfection. Ich verlinke euch den auf alle Fälle in der Infobox, schaut mal vorbei. Ganz süße Videos mit Milka. Genau, ganz tolle Tipps. Zur Natur. Angeschnuppert. Und wir checken jetzt hier mal den Grunewald aus. Ja. Sehr schön hier bis jetzt. Nur bin begeistert. Bin begeistert. Ja. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Es ist jetzt kurz vor 9 Uhr. Meine Stimme ist noch nicht da. Die ist morgens immer richtig oll, hört die sich an. Deswegen kann ich morgens auch nie Videos einsprechen, weil meine Stimme immer Ewigkeiten braucht, bis sie wach wird. Kennt ihr das? Ich mache mir jedenfalls gerade Frühstück vorm Training. Einmal habe ich hier meine goldene Milch. Die trinke ich ja momentan jeden Morgen, weil sie mich einfach durch den Winter bringt. Und habe ich hier noch Haferflocken mit Banane und Nüssen und so ein Zeug. Die Portion lasse ich immer relativ klein, bevor ich zum Training gehe, damit ich einfach nicht so voll bin und dafür esse ich dann danach umso mehr. Okay, bis gleich. Und da, hier habe ich noch Leas Herz von der Weihnachtsfeier, von der YouTube-Weihnachtsfeier. Oh! Meine Vlogging-Aktion bei der Weihnachtsfeier war ja auch so ein bisschen erfolglos. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber
das mit dem Vloggen ist gar nicht so einfach. Und manchmal hat man einfach gar keine Lust, in die Kamera zu sprechen, weil man einfach in dem Moment sein möchte. Ich denke mal, das könnt ihr euch gut vorstellen. Was für ein Sauwetter. Ich fahre jetzt gerade mit dem Auto zum CrossFit. Ich bin ein bisschen spät dran, aber das Gute ist, am Sonntag sind ja die Straßen leer und dann bin ich viel schneller. Es sei denn, ich muss an jeder Ampel stehen und an jeder Schranke. Kukuma-Zunge. So, ich bin jetzt da. Let's go. Let's do this. So, ich bin jetzt gerade angekommen bei CrossFit Potsdam und ich check doch erstmal das Workout, was wir jetzt heute machen. Ich schau mal an die Tafel und ich kann sehen, Back Squat. Also Kniebeuge mit Last im Rücken. Finde ich super. Und dann, was haben wir dann noch? Und dann haben wir ein Partner-Workout. Carry. Oh, ich glaube, man muss sich gegenseitig durch die Gegend tragen. Man muss Burpees machen, Handstand-Push-Ups und Wallboards. Das ist Karl. Das ist die Putzfrau. Gleich. Gegen die Hantelstange gelaufen. Jetzt habe ich hier voll den kleinen Cut. Mist. Das ist ja typisch, oder? Typisch. Scheiße, ey. Und ich habe übermorgen ein Casting. Spaß gemacht. Das war ein Partner-Workout, wollte ich gerade sagen. Ein Partner-Workout. Das finde ich eh immer ziemlich cool, wenn man sich da gegenseitig so super supporten kann. Das ist ja auch das Tolle irgendwie so am CrossFit, dieser Community-Gedanke und dass man halt irgendwie eins ist. Das finde ich sehr schön. Das hatte ich, als ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin, nie so richtig das Gefühl. Da wurde man eher so ein... Gott, wie ich aussehe. Da wurde man eher so ein bisschen blöd angeguckt irgendwie von der Seite, wenn man in den Freihandelbereich gegangen ist als kleines Mädchen. Mittlerweile hat sich vielleicht geändert, ich habe keine Ahnung, aber ich liebe einfach CrossFit und ich möchte es nicht mehr austauschen. Ja, seht ihr das hier? Scheiße, ey. Ich habe mir voll die Hantel, also ich bin voll dagegen gerannt eigentlich. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ist mir noch nie passiert sowas, ne? Es hat jetzt auch nicht so doll weh getan, aber ein bisschen dicker wird es gerade. Scheiße, oh mein Gott. Naja, passiert. Arme sind ja noch dran und Beine auch. Und reden kann ich auch noch und freuen kann ich mich auch noch, also kann es ja nicht so schlimm sein. Ach Leute, heute ist echt irgendwie der Wurm drin. Die Zeit, die ich vorhin auf dem Weg zum CrossFit gespart habe,
habe ich jetzt quasi doppelt und dreifach wieder verloren, weil ich wollte ja jetzt vom CrossFit zum Walters Café fahren, also aus Potsdam nach Berlin. Und ich habe die Adresse in mein Navi eingegeben und fahre dann los und merke dann aber irgendwie während der Fahrt, scheiße, irgendwie, ich glaube, ich bin zu weit. Und musste dann feststellen, dass ich mittlerweile dann schon in Charlottenburg angekommen war und schon den Funkturm gesehen habe und die Ausfahrt 5-mal verpasst habe. Und ja, dann habe ich irgendwie mein altes Navi benutzt und da die Adresse nochmal eingegeben. Und dann bin ich wirklich einen riesen Umweg gefahren. Oh mein Gott, ich bin bestimmt jetzt 20 Minuten Umweg gefahren. Ah, das passt ja irgendwie schon wieder voll zu dem Tag. Es passt auch tatsächlich so ein bisschen zu mir. Ich bin auch mit Wegen und so geografisch echt ein Loser, muss ich mal so sagen. So, jetzt bin ich aber da. Ich habe einen Parkplatz fast vor der Tür und ich habe jetzt richtig Hunger und ich freue mich jetzt auf den Bagel. Let's go! Nachtrag. Ich finde, das passt irgendwie in diesen gesamten Vlog. Also irgendwie ist dieser Vlog total chaotisch. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe auch schon an einer Stelle überlegt, ob ich es überhaupt veröffentliche, aber ich glaube, ich mache das. So ist es. Und es ist ja nicht immer alles perfekt und funktioniert reibungslos. Ich laufe jetzt zum Walters Coffee. Natürlich in Jogginghose, denn heute ist Sonntag. Und Sonntag ist Jogginghosentag. Eigentlich ist bei mir jeder Tag Jogginghosentag. Walters. Hier sind jetzt so viele Menschen, es ist übelst voll, deswegen filme ich jetzt hier mal nicht so lang. Möchte natürlich keine Menschen filmen, die das vielleicht nicht möchten. Und wir haben uns jetzt noch ein bisschen Salat zu dem Frühstück geordert. Sonst ist es immer so ein bisschen mehr Salat und Obst, aber es ist halt auch mega voll heute. Ihr Lieben, das war's auch schon. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass der Vlog etwas chaotisch war. Also ich weiß auch nicht. Also richtig Struktur habe ich da irgendwie nicht reinbekommen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, einfach mal wieder einen Einblick zu bekommen. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich über euer Feedback, über eure Videowünsche, über eure Grüße. Alles, was euch auf dem Herzen liegt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich freue mich wie immer über den Austausch. Ja, und dann noch eine Sache. Und zwar habt ihr es ja bestimmt schon mitbekommen bei anderen YouTubern. Es gibt so ein kleines Problem mit der Anzeige von Videos bei Abonnenten. Also sprich, nicht alle Videos, die ich oder die andere YouTuber posten, werden bei euch angezeigt. Also wenn ihr wirklich keine Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann klickt bitte einmal hier unten auf diese Glocke neben meinem Namen. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und dann wird euch kein Video mehr durch die Finger gehen und ihr seid immer up to date. Ja, ansonsten läuft gerade meine 4 Wochen mit Medi Yoga Challenge. Weil eine richtige Challenge ist es eigentlich nicht. Soll ja kein Wettkampf sein. Es ist eher ein Programm, wo ich euch ermutige, einfach regelmäßiger Yoga zu üben. Und dafür habe ich 2 Pläne erstellt. Einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene. Die könnt ihr euch auf meinem Blog kostenlos ausdrucken. Und dann versorge ich euch mit 4 Yoga-Einheiten pro Woche, die ihr einfach zu Hause mitmachen könnt. Das Ganze läuft, wie gesagt, unter dem Hashtag Yoga mit Medi auf Instagram. Könnt ihr da gerne posten, damit ich eure Fotos finde, was ihr ja schon ganz fleißig macht. Total toll, danke an dieser Stelle. Ach, ihr seid einfach Zucker. Ja, und jetzt glaube ich, habe ich noch die wichtigsten Informationen hier reingequetscht und wünsche euch einen ganz wundervollen Tag. Macht's gut!